Nein, nein. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Da habe ich bestimmt wieder mal irgendwas übersehen. Oh, genau. Renn gegen. Alles klärchen. Aber trotzdem schaue ich mich lieber sicherheitshalber hier unten um. Weil nicht, dass der nachher hier unten erschienen ist. Und ich dann oben wieder dumm aus der Wäsche gucke. Okay, goldener Schalter. Das haben wir jetzt nun kapiert. Also, beziehungsweise habe ich endlich kapiert. Das heißt endlich. Ey, das war ein guter Sprung. Gut, egal. Uff. Ich bin über das Monster gesprungen. Auch nicht schlecht. Wo ist es denn? Ja, genau, ich habe gerade auf meine Taste geguckt. Ja, ja, ich weiß. Goldene Schalter. Ja, schön für den goldenen Schalter. So, der ist irgendwie betätigt jetzt. Muss ich da rüber springen? Och Mensch, ey, ich krieg bald ein... Nee, geht ja bald gar nichts mehr. Lass mich raten. Vielleicht drücken? Oh, ey. Da fällt mir doch noch was ein. Wenn man die hier... Ja, genau. Gehen wir jetzt nicht auf den Senkel. Oh, hau ab. Wenn man die da drüben bewegen kann, dann bestimmt auch die hier. Haha, habe ich es mir doch gedacht. So lasse ich mich jetzt nie nochmal reinlegen. So. Was bist du? Okay. Aha! Der hat mich gerade mit einer Sichel angegriffen oder was es auch immer das war. Geh auf. Juhu! Eine Knolle. Knolle ist schön. So, den da betätigen wir auch. Ich sagte betätigen. Oh, was ist jetzt aufgegangen? Gute Frage. Können wir jetzt mal hier runter gucken? Oh, das Vieh. Was? Der Magier starrt dich böse an. Arg erwidert den Blick. Gut? Was hat das jetzt gebracht? Das fand ich jetzt... Ja, gut. Arg ist gelähmt. Oh, nö. So ein Drecksvieh. Das habe ich eben gerade erst gelesen, dass der mich gelähmt hat. So ein Vieh. So, gucken wir uns hier noch um. Hier ist nichts weiter. Gut, dann geht's hier lang. So, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hier lang. Oh, meine besten Freunde, die Statuen. Drück. Hä? Lag da was? Scheinbar nicht. Hier muss ich bestimmt wieder irgendeine wegdrücken, schieben. Oh. Ich will nicht gelähmt sein, du blödes Scheißvieh. Nein. Ja, schön. Nichts geschieht. Gut. Ich bin verschwunden. Ja, klasse. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da direkt passiert ist, aber... Die Viecher gehen mir jetzt schon gewaltig auf den Keks. So, jetzt erstmal. Och, komm schon, Junge. Aktivier es. Danke. So, wir sind alle blau. Ich meine. Ja, genau. Oh, okay. Ey, ich drücke immer die falsche Taste. Warum? Ich hoffe, dass ich mich noch an die Tastenbelegung gewöhnen werde. Da das doch ein bisschen seltsam für mich ist, so zu spielen. Oh, hallo.
Kumpel. Lange nicht mehr gesehen. Nee, nicht anstarren. Nicht anstarren. Nein. Guck weg. Guck weg. Oh, du gehst mir auf den Keks. Ja, ja, ja. Geh doch. Geld ist schön. Gucken, was wir uns denn noch alles so kaufen können. Ja, ich weiß. Falsche Taste. Gehen wir gerade hoch, oder? Ja, wir gehen hoch. Runter wäre ein bisschen seltsam. Wie jetzt denn nur? So eine Dinger? Oh, nee, ne? Keine Monster, nichts? Gut, hier sind alle blau. Der dann nicht. Hä, war das jetzt richtig? Habe ich den jetzt richtig geschoben? Gedrückt? Scheinbar. Gut. Hier war irgendwo, glaube ich... Oh, da. Da ist noch einer. Haha, es war richtig. Yeah. Da war, glaube ich... Ja, da ging's hoch. Ey, juhu. Wir sind oben. Und da steht schon der Wächter. Oh, freue ich mich jetzt schon. Hä? Nee, ne? Wie soll ich denn da bitte rankommen? Das ist ein Scherz. Klasse. Man freut sich, dass man Oomt ist und ja. Irgendwie soll man einen Schalter betätigen, an dem man nicht reinkommt. Witzig. Ah, ich habe eine Idee. Ich könnte ihn bewerfen. Haha, Treffer versenkt. Geht doch. Guten Tag, hier sind wir. Herzlichen Glückwunsch. So soll es sein. Tritt ein. Hä? Kein Monster? Wie jetzt? Kein Boss? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Warum kein Boss? Egal. Ja, ich finde diese Gegend irgendwie, also dieser Raum, ich weiß nicht, finde ich irgendwie schön. So mit den Sternenbildern. Ja. Freut mich. Und wir kriegen ein Stück Land dazu. Wieder einmal. So wie schon im ersten Turm. Sieht irgendwie aus wie... Weiß nicht. Afrika. War jetzt nur so eine spontane Idee. Finde ich, hat so ein bisschen die Ähnlichkeit. Wow. Blitz. Was zum... Okay. Hatte das im... Nein, ich glaube, im ersten Turm hat es nicht geblitzt. Und wir durften uns auch eine schöne Landschaft angucken. Die ist auch schön. Zwar fehlt irgendwie ein bisschen das Grüne, aber gefällt mir. Die ist auch toll. Juhu. So. Das nächste Stück. Südamerika. Kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Okay. Juhu, wir kriegen wieder zwei Leute dazu. Juhu. Geht doch. Ja, das war Turm 2 mit ein paar Komplikationen. So. Ich werde genau erstmal in die falsche Richtung laufen. Ich werde jetzt erstmal wieder zurückgehen zu unserem schönen Dörflein und dort speichern, da ich jetzt die Folge schon mal beenden möchte. Ja, was werde ich offscreen machen? Ich werde ihn auf alle Fälle, meine ich, immer gegen die Tür steuern.
Ich werde ihn auf alle Fälle erstmal ein bisschen leveln. Dass wir das dann auch so haben. Ja. Und beim nächsten Mal schauen wir uns hier an, welche Dorfbewohner ja aus der Starre erwacht sind. Ja. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Turm 3. Und ich werde jetzt immer zweimal speichern, weil mir das empfohlen wurde. Ist auch besser so. Okay, so jetzt habe ich erstmal das. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Terranigma. Also dann, bis dann. Ciao.